Professor Hans Elker ist Präsident des Karlsruhe Institute of Technology, kurz KIT, und auch Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft, verantwortlich für den Bereich Energie und zusammen mit Felix Mattes auch im Leitungskreis Wissenschaftsplattform Klimaschutz von BMBF und BMU. Ja, Herr Hanselker, an welchen Copernicus-Projekten ist denn das KIT beteiligt und letzten Endes die Oberfrage über der Podiumsdiskussion, welche Technik brauchen wir denn? Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich denke, Kopernikus, das ist drei Worte wert. Das werden Sie am Anfang des heutigen Tages auch schon gemacht haben. Hat eine lange Vorgeschichte. Ich selber hatte das Vergnügen und die Ehre, in der ersten Kopernikus-Phase für Ensure die Sprecherrolle inne zu haben und durfte jetzt in der zweiten Phase, so wie es geplant war, an die Wirtschaft übergeben. Als eine von vielen Forschungsinstitutionen in Deutschland ist es natürlich logisch, dass dadurch, dass wir Ensure sehr stark angeschoben haben, wir in Ensure und den entsprechenden Technologien, Netztechnologien dabei sind. Aber die Historie Karlsruhe, die einige von Ihnen werden die kennen, ist ja eine Energiehistorie. Wir sind mal gegründet worden in den 50er Jahren, als das Thema Atomforschung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stand. Das hat sich gesellschaftlich, technologisch geändert. Das Thema ist heute kein Forschungsthema mehr bei uns, aber seitdem wird in Karlsruhe Energieforschung betrieben. Und so haben wir auch sehr enge sozusagen Anteile im Power-to-X, wo wir sozusagen sehr stark mit eingreifen oder mit beitragen. Und auch in dem sozusagen vierten Projekt, wo es sehr stark um die Wechselwirkung mit der Gesellschaft geht, haben wir unsere Anteile, sodass wir eigentlich relativ breit in der Kopernikus-Welt mitmischen dürfen. Gut, danke schön. Dann begrüße ich auch sehr gerne Dr. Klaus Schäfer als Vertreter der Industrie. Dr. Schäfer ist Technikvorstand von Covestro und CTO seit 2015. Er verantwortet die Chemieproduktionswerke, verantwortete zuvor die Chemieproduktionswerke weltweit. Nee, verantwortet, Entschuldigung, weiterhin weltweit. Ja. Und Zeit seines Berufslebens ist er in der Chemie tätig, zuvor bei Unternehmen wie BP, Erdölchemie oder auch bei dem Chemieparkbetreiber Currenta. Ja, Herr Schäfer, welche Technik brauchen wir denn und welche Bedeutung hat die Industrie dabei? Also ich glaube, erstmal, dass ganz wichtig ist, dass wir dem Ziel nacheifern, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und diese anstehende Transformation ist was, was wir als Chance sehen. Bei Covestro haben wir kürzlich unsere neue Vision kommuniziert, wo wir gesagt haben, we want to be fully circular. Das ist also das, wo wir perspektivisch hinwollen, aber der Überzeugung sind, dass auch Klimaschutz und CO2-Neutralität ohne eine umfassende zirkuläre Wirtschaft nicht darstellbar ist und umgekehrt. Das hängt also auf der Nachhaltigkeitsseite sehr eng zusammen. Ich bin auch überzeugt, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind, sondern das ist was, was sich gegenseitig bedingt und man nur das eine mit dem anderen erreichen kann und umgekehrt. In Bezug auf Kopernikus, in Bezug auf diese Transformation sind wir hier lange noch nicht am Ziel. Das, was wir heute gesehen haben, sind zum Teil Forschungsprojekte, zum Teil Projekte, die sich im Übergang in die kommerzielle Nutzung angeht. Von Covestro ist auch gezeigt worden, unser CO2-Polyether, wo also CO2 in diese chemischen Polymere eingebaut werden, können Sie inzwischen beispielsweise als Matratze auch kaufen. Und wir sehen an der Stelle auch, wie aufwendig und wie schwierig dieser Transformationsprozess ist. Insofern brauchen wir an der Stelle weitere Innovationen und diese Innovationen brauchen Zeit. Wenn Sie in unsere Industrie schauen,
dann sind Dinge wie dieses CO2-Polyether, wo wir mit 5000 Tonnen heute, ich würde das mal nennen, eine kommerzielle Pilotanlage haben. Eine richtig kommerzielle Anlage hätte wahrscheinlich 100.000 Tonnen Produktionskapazität. Aber von dem Zeitraum, wo das im Labor angefangen hat, bis diese Anlage da stand, sind über 10 Jahre vergangen. Das heißt, Innovation und Transformation, so schwer das zu ertragen ist, wenn man sieht, wie schnell wir bei dem Klimawandel voranschreiten, braucht Zeit. Das heißt aber auch, dass wir an vielen Stellen gleichzeitig anfangen müssen. Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage von Frau Fischer vorher. Ich glaube, wir können uns gar nicht leisten, zu sagen, wir fangen an gewissen Industrien und Stellen an und an anderen nicht. Wir müssen das als Gesellschaft auf breiter Fläche vorantreiben. Und Copernicus, wir sind aktiv bei Power to X und in dem Synergy-Projekt, ist eine hervorragende Plattform, um die Dinge dann auch aus dem Labor in Pilotanlagen und dann hoffentlich in dem nächsten Schritt auch in die Realität zu bringen. Lass mich vielleicht noch eine Sache sagen zu dem Thema, dann wirklich in kommerzielle Nutzung zu gehen. Hier sind natürlich die Rahmenbedingungen entscheidend. Herr Leitner hatte vorhin gesagt, dass es in der Chemie Produkte gibt, die da rauskommen aus der Forschung, die besser sind als Produkte, die wir bislang haben, auch von ihren Eigenschaften, Produkteigenschaften. Ich sage mal, da sind natürlich die Knaller, die wir da haben. Das ist aber nicht die überwiegende Masse. Wir haben nach wie vor eine Vielzahl von Produkten, wo wir in einem globalen Wettbewerb stehen, wo wir auch die Transformation so gestalten müssen, dass die Produkte, die wir dort zukünftig oder wie wir sie zukünftig herstellen, in einem globalen Wettbewerb. Und das heißt mit Wettbewerbern aus dem arabischen, amerikanischen und chinesischen Raum wettbewerbsfähig bleiben. Herzlichen Dank, Herr Schäfer. Ja, begrüßen möchte ich auch nochmal Dr. Felix Mattes, Vertreter eines Umweltforschungsinstituts, konkret Forschungskoordinator Energie- und Umweltpolitik am Öko-Institut. Herr Mattes, inwieweit zahlen denn die geplanten Maßnahmen wie Kohleausstieg, Klimakonjunkturpaket und Ähnliches wirklich auf den Klimaschutz ein? Und ist das, was wir zur Energiewende oder unter dem Label heute tun, überhaupt wirklich klimaschutzrelevant? Naja, also die Maßnahmen sind natürlich wichtige Maßnahmen, die zahlen auf den Klimaschutz ein. Das sind aber alles auch die low-hanging fruits. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Sachverhalt, den man sich klar machen muss. Seitdem die Copernicus-Projekte begonnen hat, hat sich natürlich ja das regulative Umfeld deutlich geändert. Als diese Projekte gestartet haben, war das Ziel für Deutschland eine 80-prozentige CO2-Minderung. Europa hatte gar kein Ziel bis zum Jahr 2050. Wir sind jetzt in einer Welt, wo wir in Europa und damit auch in Deutschland Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen und sollen und aber auch bis zum Jahr 2030 mit deutlich stärkeren Emissionsminderungen zu tun haben. Das heißt, wir werden sehr viel früher, als wir das in der 80-Prozent-Welt geglaubt haben, in den Bereich jenseits der Low-Hanging-Fruits kommen. Und es ist jetzt drei Strategien des Klimaschutzes sind, glaube ich, nach wie vor richtig. Das ist Energieeffizienz, das sind erneuerbare Energien, das ist Elektrifizierung. Was aber jetzt dazu kommt, mit zum Beispiel einem 55-Prozent-Ziel für Europa, was sich ja am Ende des Tages in ein 65-Prozent-Ziel für Deutschland übersetzen wird und der Klimaneutralität bis 2050, dass wir sehr viel früher ein wasserstoffbasiertes Segment in der Energie- und Volkswirtschaft haben. Also das ist schon mal der erste kleine Unterschied. Ich bin nicht so ein großer Freund dieser Power-to-X-Debatte. Im Kern ist das, was wir brauchen, ein wasserstoffbasiertes Segment. Das kann teilweise wiederum strombasiert sein, das muss aber auch nicht strombasiert sein. Über solche Dinge wie blauen Wasserstoff, der zumindest als Übergangsoption aus Kostengründen mit dem Zeithorizont 2030 zum Tragen kommen kann, werden wir sicherlich noch diskutieren.
Die zweite Implikation, die es aber gibt, und das ist dann gleich mein erster Punkt, auch im Blick, mit Blick auf die Vorträge, in einer Welt, wo man im Jahr 2050 noch 20% CO2-Emissionen sich erlauben kann, ist es eine Option, CO2 aus Stahlwerken mit Wasserstoff zu einem neuen Kohlenwasserstoff zu verbinden, der dann in den meisten Fällen früher oder später wieder in der Müllverbrennung oder sonstiger Verbrennung landet und das CO2 wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird. Das ist natürlich in der Welt der Klimaneutralität jenseits einer sehr befristeten Übergangsoption ein Holzweg, weil sozusagen das CO2, wir dürfen kein CO2 mehr produzieren, beziehungsweise wir dürfen es nur aus der Atmosphäre rausholen und wieder zurückgeben, oder das CO2 gehört unter die Erde. Das ist eine Neuakzentuierung dieser Technologien. Das heißt, wir werden wasserstoffbasierte Sekundärenergieträger und Rohstoffe deutlich früher brauchen, als wir das gedacht haben. Und zweitens, nicht alle der Wege, die dort im Moment diskutiert werden, ist auch für die Perspektive 2050 mit Klimaneutralität vereinbar. Okay, dazu nachher gerne mehr. Begrüßen möchte ich jetzt auch Frau Dr. Eva Schmid, die Sie vielleicht auch im Bild jetzt schon gesehen haben. Sie leitet das Team Deutsche und Europäische Klimapolitik bei Germanwatch. Zuvor war sie länger am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bei Professor Edenhofer und hat dort an der Modellierung von langfristigen Klimaschutzszenarien gearbeitet. Germanwatch ist eine NGO, also Non-Governmental Organization, und die Themen sind Umwelt und Entwicklung, Zivilgesellschaft. Und Germanwatch ist auch Mitglied in der Verbraucherzentrale Bundesverband. Frau Schmid, herzlich willkommen. Auch die Frage an Sie: Welche Technologien brauchen wir und wo sparen wir denn am effektivsten CO2? Also, welche Technologien gebraucht werden, ist ja jetzt auch keine neue Frage, sage ich mal. Es ist hinlänglich gerechnet und bekannt in den letzten 10, 15 Jahren. Primär brauchen wir derzeit Ausbau von erneuerbaren Energien. Das kommt mir in der aktuellen Konjunkturpaketsdebatte zu kurz. Und natürlich muss der Ausbau von erneuerbaren Energien dann auch flankiert werden mit all den Flexibilitätstechnologien, die man braucht. Das ist auch alles hinlänglich bekannt. Also das ist jetzt nichts Neues, was ich hier erzähle. Dazu gehören Netzausbau, Übertragungsnetz, Verteilnetz, die ganze Netzflexibilität, diese ganze Diskussion, die es da gibt, und eben auch Digitalisierung des gesamten Systems, weil um die ganze erneuerbaren Integration zu leisten, ist es nur möglich, wenn man da wesentlich intelligentere Netze auf allen Ebenen hat. Und was auch immer zu kurz kommt, ist der Wärmesektor, also die sämtlichen Technologien, die bekannt sind im Wärmesektor zur Dekarbonisierung, die brauchen wir auch. Also wir brauchen auch, wie gerade schon gesagt wurde, langfristig und auch mittelfristig andere Technologien, wie zum Beispiel Wasserstoff, aber wenn es darum geht, die Low-Hanging Fruits zu ernten, dann gibt es da eine ganze Menge, die jetzt schon angepackt werden könnte. Ja, herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Gibt es aufgrund der Eingangsstatements aus Ihrer Sicht schon eine Position, wo Sie gerne was drauf erwidern möchten? Oder soll ich mit einer ersten These starten? Also ich glaube, ich wollte nur mal sagen, sozusagen in Bezug auf Frau Schmidt, wir tun gut daran, sozusagen immer in Roadmaps zu denken. Sozusagen die Frage dieser jetzt bisschen fancy neuen Geschichten, die wir brauchen für die 60, 70, 80, 90% Emissionsminderung, muss man unterscheiden von den Low-Hanging Fruits. Das wird in der politischen Diskussion leider oft durcheinander gebracht. Und ich glaube, wir tun gut daran, sozusagen uns sehr klar zu machen, dass man beides nicht gegeneinander aufrechnen sollte. Also der Klassiker sozusagen, es kommt irgendwann mal ganz tolle synthetische flüssige Kraftstoffe und die lassen den auf dieser Grundlage sollten wir den Effizienzdruck auf Pkw-Standards nachlassen. Das ist so ein klassischer Fall, wo in massiven Schwierigkeiten landen. Ja, das war teilweise ein bisschen unterbrochen, die letzten 30 Sekunden, aber ich denke, die wesentliche Botschaft ist schon rübergekommen. Herr Schäfer möchte dazu erwidern.
Ja, vielleicht auf die ist mal etwas kritische Äußerung von Herrn Mattes zu dem Thema Power to X. Ich glaube, dieses Thema Wasserstoff und Power to X sind extrem eng miteinander verknüpft, weil die Frage bei dem Wasserstoff, wenn man in die chemische Industrie, in die stoffliche Nutzung geht, ja, kommt man automatisch an den Punkt und sagt, was macht man denn mit dem Wasserstoff dann in einem nächsten Schritt? Und ob das dann letztendlich die Produktion von Ammoniak ist, ist jetzt nicht Teil des Power-to-X-Projektes, oder die Produktion von anderen petrochemischen Rohstoffen, die wir für die chemische Industrie brauchen. Denn wir wollen ja davon weg, diese petrochemischen Rohstoffe aus dem Boden zu holen in Form von Öl oder Gas, sondern wir wollen dahin, dass wir CO2, sei es aus der Atmosphäre, sei es aus Abgasen von irgendwas, sei es, dass wir Kunststoffe, die wir im Kreis dann fahren, wo wir den Kohlenstoff des Kunststoffes im Kreis fahren, dann kommt der Kohlenstoff, dann brauchen wir den Wasserstoff und dann sind wir im Prinzip in diesem Power-to-X-Schritt. Also deshalb halte ich den vielleicht eigentlich sogar unter dem Aspekt einer zirkulären Wirtschaft für viel, viel wichtiger als unter dem Aspekt, in eine CO2-freie Welt zu kommen. Mhm. Herr Selker hat sich zuerst gemeldet, Herr Mattes. Paar Zehntelsekunden schneller war er. Wobei es sein kann, dass Herr Mattes direkt darauf reagieren will, dann würde ich zurückstellen, Herr Mattes. Ja, also ich wollte nur sagen, ich habe ja nicht gesagt, dass das generell ein Holzweg ist. Ich glaube, wir müssen nur die Baustellen sehr stark unterscheiden. Wir haben die Frage, wo Kohlenwasserstoffe Rohstoffe sind, da ist das völlig unbestritten. Ich, wie gesagt, bei dem Power war nur mein Einwand, es gibt noch sozusagen eine kleine andere Möglichkeit, sozusagen gerade wenn man Transportinfrastrukturen sich anguckt, Wasserstoff bereitzustellen jenseits von Power. Das war sozusagen ja eine Facette meines Einwandes gegen den Begriff Power to X. Am Ende des Tages werden wir aber, und das ist glaube ich der wichtige Punkt, es wird wasserstoffbasiert sein, muss klimaneutral wasserstoffbasiert sein und das CO2, was wir dort ranflanschen, muss final aus dem Kreislauf raus oder originär aus der Atmosphäre kommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Naja, das ist sozusagen, wenn man aus Wasserstoff und Abgasen von Hochöfen einen flüssigen Treibstoff produziert, der dann wieder verbrannt und in die Atmosphäre freigesetzt wird, dann ist das der Teil, wo ich wohl sagen würde, dass das ein Holzweg ist. Es gibt andere Teile, wo das definitiv nicht so ist. Und deswegen glaube ich, und das ist, glaube ich, bei den Copernicus-Sachen nur an einem Punkt wirklich wichtig. Es gibt neben dieser Schlüsseltechnologie Elektrolyse für dieses wasserstoffbasierte Segment auch noch eine andere Schlüsseltechnologie. Das ist dieses Direct Air Capture. Das ist bisher eine teure Angelegenheit, wird aber eine ganz zentrale Voraussetzung dafür bilden, dass wir praktisch Kohlenstoff im Kreislauf führen können. Mhm. Ja, Herr Hanselker. Ja, dann ergreife ich gern das Wort und denke allein schon in den einzelnen Statements, die wir alle gemacht haben, sehen wir gehen in die gleiche Richtung und haben trotzdem unterschiedliche Detailsichtweisen. Sehr dankbar bin ich Herrn Schäfer für den sozusagen Nachhaltigkeits- und Kreislaufgedanken, den wir meines Erachtens bei der Richtigkeit aller Ziele, die definiert sind, auch in jeder Einzeltechnologie sehen müssen. Also alleine die Forderung mehr Erneuerbare, die ich voll unterstütze, muss man natürlich für jede Technologie für sich auch in Kreislauf führen und bei jeder einzelnen sozusagen Modulbauweise von was auch immer, ob es Wind, ob Sonne oder sonstiges ist, muss ich mir die Einzelkomponente angucken und sie dann natürlich in einem Systemzusammenhang sehen. Und da wird meines Erachtens bei aller Sympathie für die niedrig hängenden Früchte gerne das Objekt an sich betrachtet, aber die Geschichte vor dem Objekt und die Geschichte hinter dem Objekt fehlt sehr häufig. Und das würde ich auch als große Chance der Copernicus-Projekte sehen, dass man hier den systemischen Ansatz fahren kann und wirklich die Einzelkomponenten miteinander verschränkt und dann, und deshalb Herr Schäfer, vielen Dank dafür, wirklich es in einen Kreislauf zu führen, denn am Ende werden es dann auch, sagen wir, Entscheidungen sein müssen,
Welcher Weg ist dann der effizientere, um zum Ziel zu kommen? Und Kreislaufwirtschaft und Effizienz sind ganz eng miteinander gekoppelt. Also wir sehen an der Stelle, wir haben kein Thema, mit dem wir uns behandeln, wo ich an einer Stelle besonders tief buddle und das Problem löse, sondern wir müssen an ganz vielen Stellen buddeln und dürfen nie die Interaktionen dazwischen vergessen. Das sehe ich als große Herausforderung, aber eben auch als große Chance. Wir haben heute sowohl in den Vorträgen als auch jetzt in Ihren Eingangsstatements eine ganze Palette von Technologien und technologischen Entwicklungen gesehen. Die Copernicus-Projekte sind ja auf insgesamt 10 Jahre angelegt. Davon liegen noch 6 Jahre vor uns. Auf der anderen Seite ist das Thema der Podiumsdiskussion heute ja das Klimakonjunkturpaket, was wahrscheinlich eher Wirksamkeit in den nächsten 1 bis 2 Jahren entfalten sollte. Können Sie uns ein bisschen helfen zu sortieren, welche der Technologien passen ins Klimakonjunkturpaket und welche der Technologien haben einen längeren Horizont? Also ich fange mal an, wenn ich darf. Ja. Ich glaube, das haben wir uns alle angeguckt, was da geplant ist. An Konjunktur steht ja drüber und Klima steht auch drüber. Heißt schon, die Technologie muss da sein und muss sozusagen ausgerollt werden. In einem Klimakonjunkturpaket fange ich nicht an, eine neue Technologie zu entwickeln, weil bis die fertig ist, Herr Schäfer sprach vorhin von 10 Jahreszeiträumen, das hat mit Konjunkturanschieben nichts zu tun. Also da muss es um die Themen gehen, die da sind und die man jetzt sozusagen beschleunigen kann. Und das ist auch gut und richtig. Da kann man dann Einzeldebatten führen, wie viel Prozent des Geldes sollte in die Route 1 und wie viel Prozent in die Route 2. Und da wird man sicherlich dann sehen, wie viel geht in die Elektrifizierung und wie viel geht in Wasserstoff. Stimmen die Verhältnisse oder nicht die Verhältnisse? Ich sage mal, am Ende egal, wenn es nur vorwärts geht. Also ich glaube, das Konjunkturpaket hat ja zwei Elemente. Das kurzfristige Element, was Sie jetzt gesagt haben, für die nächsten 2 Jahre und das sogenannte Zukunftspaket, was ja über diese 2 Jahre und hinausgeht und die Zukunftsfestmachung der deutschen Industrie zum Ziel hat. Und ich würde sagen, in beiden Segmenten haben wir Elemente, die für das, was wir heute diskutieren, wichtig sind. Auch wenn es überraschend ist. Also in diesem kurzfristigen, der zentrale und zukunftswichtige Teil in dem Kurzfristprogramm ist, dass man sich endlich getraut hat, an das Thema der Stromkosten ranzugehen. Das ist ja für all das, was wir diskutieren, die zentrale Voraussetzung. Und nochmal, wie gesagt, wenn wir freie Elektrolyseanlage nicht effektive Stromeinstandskosten von 40 Euro die Megawattstunde realisieren können, dann wird es in Deutschland keine Wasserstoffproduktion geben. So relativ einfach ist es. Deswegen ist es in diesem Relief-Teil des Konjunkturpakets wichtig, dass man jetzt mal angefangen hat, die Belastung von Strom durch EEG-Umlage, Stromsteuer und so weiter anzugehen. Das ist für deutsche Politik eine große Leistung, dass man, also wie gesagt, das Thema Steuern, Abgaben, Umlagen, ich kürze das immer gerne mit Stau ab, weil das ganz gut die Situation beschreibt, in der wir uns befinden da, dass das angegangen wird mit der Begrenzung und Senkung der EEG-Umlage. Und in dem zweiten Paket ist natürlich alles das, was mit Wasserstoff zu tun hat, ein großes Thema. Diese 7 plus 2 Milliarden, die da ausgegeben werden sollen, scheint erstmal eine große Summe. Aber wie gesagt, wenn man es dann mal rechnet, wir wollen bis zum Jahr 2030 5 Gigawatt Elektrolyseanlagen in Deutschland bauen. Die kosten heute so um die 700 Euro pro Kilowatt. Das heißt, die Hälfte der 7 Milliarden sind schon erstmal für die 5 Gigawatt Elektrolyse ausgegeben. Das heißt, dass die Summen, die dann übrig bleiben, sind dann überschaubar. Aber das heißt, in der Summe dieses Konjunkturpaket und je nach alles, was danach passiert ist, ist sowohl kurzfristig als auch langfristig der Einstieg in dieses Gebiet, was wir unabdingbar brauchen für Klimaneutralität. Und 2050 ist auch nicht mehr so weit weg. Herr Mattes, Sie hatten vorhin von blauem Wasserstoff gesprochen und angedeutet, Sie könnten noch mehr zu der Farbenlehre des Wasserstoffs sagen. Könnten Sie uns mal kurz erklären, welche Farben von Wasserstoff es gibt? Ja, da gibt es ganz viele Farben. Es gibt den grauen, der wird hergestellt aus normalem Strom oder aus normalem Erdgas und das dabei entstehende CO2 geht in die Atmosphäre. Dann haben wir den grünen, das ist der Elektrolysepfad. Erneuerbare Energien werden in die Elektrolyse gesteckt, daraus machen wir Wasserstoff und vielleicht dann später noch synthetische Kohlenwasserstoffe. Dann gibt es den blauen, da macht man den Wasserstoff über Dampfreformierung auch aus Erdgas, fängt aber das dabei entstehende CO2 auf, transportiert das mit dem Schiff nach Norwegen und speichert das in Sleipner oder sonst wo. Dann gibt es den türkisen. Das ist der, wo man Erdgas in die Pyrolyse steckt und als Ergebnis Wasserstoff und festen Kohlenstoff hat.
Fester Kohlenstoff hat den kleinen Vorteil, dass es möglicherweise nicht die Akzeptanzprobleme gibt, die es bei der CO2-Entsorgung gibt. Aber fester Kohlenstoff ist natürlich auch ein Material. Und da komme ich dann zurück zu Herrn Schäfer und zu Herrn Sandelka, was wir in dieser zukünftigen Welt brauchen. Graphit ist ein elementares Modell für zumindest für den elektrischen Teil der Energiewende. Im Zweifel, da geht es um große Mengen, kann man das natürlich auch in stillgelegte Braunkohlentagebaue schütten und dann vergraben, weil selbst bei großzügigen Annahmen für die weltweite Elektrifizierung werden wir dann diese Mengen Graphit nicht brauchen. Und dann gibt es zum Schluss dann noch sozusagen, der ist ein bisschen außer der Mode gekommen, der wird auch nicht zum Zuge kommen, den pinken Wasserstoff, der wird dann mit Kernenergie erzeugt. Wie gesagt, das waren ja eigentlich mal die Ursprünge der Wasserstoffdebatte, wenn man in der Geschichte zurückguckt. Dadurch, dass aber die Stromerzeugung auf Kernenergiebasis sozusagen unübersehbar kostenseitig abgehängt wird und nicht konkurrieren kann mit den 40 Euro die Megawattstunde, wird das wohl ein schillerndes Nischenprodukt von einigen Spezialländern bleiben. Aber im Kern reden wir bei Klimaneutralität über den Grünen, über den Blauen und über den Türkisen, die in unterschiedlichen Weltregionen produziert werden können. Ich sage manchmal flapsigerweise, es gibt noch die zusätzliche Farbe, der Goldene. Das ist der Grüne, der in Deutschland produziert wird, mit 2000 Stunden ausgelasteter Elektrolyseanlage. Das zeigt aber nochmal, dass am Ende des Tages sich dann Markt herausbilden wird. Da werden die unterschiedlichen Quellen miteinander konkurrieren, einschließlich der Transportkosten, einschließlich der CO2-Belastung. Und deswegen bin ich sozusagen der Meinung, wir müssen gucken, dass wir bei allen die Kosten runterkriegen. Wir müssen durch Zertifizierung sicherstellen, dass die Klimaneutralität gewährt ist, weil die Klimaneutrale gibt. Wir haben eine Diskussion von einigen, die sagen, wir wollen den Blauen nicht, deswegen fangen wir mal mit Grauem an. Und dann sage ich herzlichen Glückwunsch, das ist ganz toll. Wir weigern uns, das CO2 unter die Erde zu bringen und packen es dann in die Atmosphäre als Müllhalle. Das kann nicht der Weg nach vorne sein. Deswegen glaube ich, müssen wir da einen Markt entwickeln. Wir müssen die Infrastruktur entwickeln. Wir müssen die Transportkosten lösen, die gerade für internationale Versorgung eine ganz große Rolle spielen müssen. Und wir müssen die Klimaneutralität absichern. Und damit sind wir dann schon sozusagen nicht mehr bei der Technik, sondern im regulativen Umfeld, was am Ende des Tages darüber entscheiden wird, ob dieses wasserstoffbasierte Segment der Energiewende fliegt. Ja, Frau Schmid, genau. Nicht melden. Ich habe technische Probleme. Ich finde, der Meldebutton ist verschwunden. Ich wollte das nur mal sagen. Ich möchte mich hier verbal melden. Passt. Gerne, melden Sie, bitte. Ja, darf ich dazu was sagen? Genau, Sie hatten gefragt, welche Technologien gehören ins Konjunkturpaket. Zu der Frage würde ich folgendermaßen beantworten. Solche Technologien, wo der Return on Investment, sozusagen als Indiz, den man sicherlich auch quantifizieren kann, solchermaßen ist, dass die Technologien klimawirksam sind, also auch schon jetzt, dass die Technologien zu ein mehr als an Beschäftigung hier führen, weil das ist ja die Idee eines Konjunkturpakets, also dass man die Klimakrise und die Corona-Krise eben zusammendenkt und solche Technologien, die eben auch im weiteren Sinne zukunftsfähig sind. Vermutlich sind solche, die klimawirksam sind, auch relativ automatisch zukunftsfähig, nicht immer ganz, aber das wollte ich eben anbieten, in diesen Return on Investment sozusagen zu denken. Wenn man das Konjunkturpaket anguckt, was jetzt schon beschlossen wurde, zeigen die Analysen, dass von den 130 Milliarden 50 Milliarden ja dieses Zukunftspaket sind und 30 davon vermutlich klimawirksam, wenn man jetzt genau reinguckt, sind wahrscheinlich noch weniger, also nur mal für eine Größenordnung, also maximal 30 von 130 Milliarden sind derzeit zu diesem Kriterium Klimawirksamkeit eigentlich dazu zu rechnen. Und einfach nur mal für die Größenordnung hatte ich mir mal die BDI-Szenarien also angeguckt, wenn man jetzt mal, das reicht natürlich nicht für ernstzunehmenden Klimaschutz, aber wenn man jetzt nur dieses 80%-Szenario anguckt, was 2018, was glaube ich rausgekommen ist, da geht es um einen Mehrinvestitionsbedarf von 230 bis 470 Milliarden Euro, die noch fehlen. Und wenn man jetzt guckt, 130 Milliarden, also bis 2050, ja, also die Summe aller Investitionen bis 2050. Und mit 130 Milliarden Konjunkturpaket sind schon von diesem unambitioniertesten Pfad, der nicht reicht, aber einfach nur mal, um die Größenordnung festzustellen, 60% abgedeckt. Also wir reden hier jetzt in den Summe der Finanzen, die diskutiert werden, gar nicht um Peanuts, sondern schon von sowas wie 60, maximal 60, aber 30 bis 60% aller Investitionen, die bis
2050 notwendig sind an Klimaschutz. Also es ist eine wirklich signifikante Summe und deswegen ist es so wichtig, dass diese Investition, die jetzt getätigt, eben auch immer auf die Klimawirksamkeit, Klimaschutzwirksamkeit abgeklopft werden, weil eben das Geld vermutlich nur einmal in die Hand genommen wird. Und wenn jetzt in diesen Summen investiert wird und wir Carbon-Lock-Ins, also Investitionen generieren, die noch weiterhin Kohlenstoff freisetzen, dann ist es für die Klimakrise eine sehr, sehr große Hiobsbotschaft. Und es lohnt sich eben, diese beiden Krisen zusammenzudenken. Sie haben gesagt, es muss jede Investition daraufhin abgeklopft werden, wie klimawirksam sie ist. Da werden wir in dieser Runde ja sicher Konsens haben, was die allgemeine Aussage angeht. Können Sie die Aussage ein bisschen schärfen? Weil welche Metrik würden Sie denn empfehlen? Ja, also es gibt ja diese ganze Diskussion, ich weiß nicht, wer sie verfolgt hat, unter dem Titel EU-Taxonomie, Sustainable Investment, also in der ganzen Finanzbranche wird ja diskutiert. Da möchte ich einfach auf diese Diskussion verweisen. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen und auch sehr ausgereifte schon, also dass zum Beispiel Firmen ausweisen Metriken, wie klimawirksam ihre eigenen Investments sind. Da gibt es eben diese Taxonomie, die ja schon weiter fortgeschritten ist. Das kann man einfach benutzen, dieses Framework, kann man sich im Prinzip ausrechnen, ob die Technologie oder der Technologiepfad, den man da beschreitet, zur Vermeidung von CO2-Emissionen beiträgt. Oder man hat auch so schöne Metriken, wenn man das jetzt so umsetzen würde, in welcher Welt würde man enden? Würde man in einer 2-, 3-, 4-Grad-Welt enden? Auch sozusagen der Beitrag der einzelnen Firmen. Genau, da gibt es sehr, sehr viel dazu und auch viele Experten, die man da ins Boot holen kann. Ja, danke schön. Gibt es spontane Reaktionen auf Frau Schmid? Sonst würde ich nochmal eine Nachfrage stellen. Und zwar haben wir auch jetzt ja wieder im Prinzip eine Expertenrunde. Und der Mann auf der Straße sitzt jetzt hier nicht mit am Tisch. Als Verbraucherschutzorganisation beschäftigen Sie sich aber doch damit, wie diese Themen, über die wir hier diskutieren, letzten Endes auch ankommen und worauf man Wert legen muss, damit das auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden ist. Wenn Sie jetzt die Debatte, die Sie bisher gehört haben, vor dem Hintergrund reflektieren, was würden Sie uns dazu an Botschaften mitgeben wollen? Auf der einen Seite ist es natürlich immer notwendig, so einen Expertendiskurs zu haben, so kommt man auch weiter, aber man darf den eben nicht so als exklusive Eliteveranstaltung immer nur betrachten oder auch sozusagen auf die Art und Weise ihn zu führen. Also er ist notwendig, so wie es wissenschaftlichen Diskurs gibt und wir sind ja hier in so einem halbwissenschaftlichen Diskurs sozusagen. Dazu gehören ganz profane Dinge, Sprache benutzen, die andere auch verstehen, das gilt generell. Aber es geht auch einfach darum, wenn wir jetzt bis 2050 denken und diese Zukunft skizzieren mit den Szenarien, dann wird da gerechnet. Das verstehen nur sehr wenige Menschen, die überhaupt diese Szenarien programmieren. Also das sind häufig eigentlich nur die Wissenschaftler. Dass es da einfach ein Bewusstsein dafür gibt, dass man da sehr viele Werturteile in diese Szenarien und in diese Zukunftsdenke mit einflechtet, bewusst und unbewusst, explizit und implizit. Also die einfach das Leben der Menschen angehen. Also wenn man da beschließt, wie viele Windturbinen so ein Modell möglicherweise bauen kann sozusagen, was der Möglichkeitsrahmen ist, dann muss man das auch mit der Bevölkerung diskutieren. Und das wurde zum Beispiel sehr lange nicht gemacht, das Beispiel der Windturbinen. Und jetzt sehen wir, wo das jetzt gerade endet. Massiver Protest gegen Windturbinen. Das hätte man schon vor 10 Jahren sagen können, dass die Leitszenarien, die in den 2006, 2007, 2008 und so gerechnet worden sind, da hätte man das genau antizipieren können, was wir jetzt für einen Diskurs haben, nämlich, dass wir in die Fläche müssen und dass der Windturbinen in viel mehr Orten stehen müssen. Das hätte man langfristig vorbereiten können. Das wurde verpasst. Es wurde wenig Dialog mit der Bevölkerung gemacht. Selbst bei einem Netzausbauprotest tätig, da ist es immer noch sehr elitär. Das wird teilweise ein Aufwand gemacht, aber da ist noch sehr viel Raum. Und ich glaube, es fängt damit an, das Bewusstsein bei den Wissenschaftlern und Politikern zu schärfen, dass es die Menschen selbst auch angeht. Und erst wenn da ein Bewusstsein für getätigt ist, gibt es auch die Möglichkeit, einen offeneren Diskurs zu haben. Mhm. Danke, Herr Schäfer. Ich würde das so. Ja, gleich die Runde, Herr. Was ich Frau Schmid interessant fand, als ich Ihnen gerade zugehört habe,
habe ich gedacht, das ist ein Prozess, durch den unsere Industrie im Prinzip in den 70er, vielleicht noch in den 80er Jahren gegangen ist, als das Image der chemischen Industrie katastrophal war, nicht nur in Deutschland, sondern global. Und wo wir letztendlich Vertrauen gewonnen oder zurückgewonnen haben, dadurch, dass wir uns geöffnet haben. Dadurch, dass wir Tage der offenen Tür machen, dass wir die Nachbarn einladen, zu gucken, was dort passiert. Und als Sie von Wissenschaftlern sprachen, klingelte das bei mir auch wieder. Diese Generation davor hatte irgendwie so die Einstellung, was soll ich den Nachbarn hier meinen Reaktor zeigen? Die verstehen ja sowieso nicht, was wir hier machen. Ja? Das ist Chemie, das ist Wissenschaft. Ich sag mal ganz krass, sind die zu blöd für. Und erst als der Bewusstseinswandel stattgefunden hat, zu sagen, wir müssen denen das so erklären, dass sie in ihrer Welt verstehen, was wir tun, dass sie auch ein Gefühl irgendwie für Risiko an der Stelle bekommen, hat das gewirkt und die Geschichte hat sich, die Akzeptanz dieser Industrie hat sich massiv gebessert. Und ich glaube, wir brauchen hier was Ähnliches und nicht nur bei der Frage, wie viele Windturbinen, wie viele Leitungen bauen wir, Stromleitungen bauen wir am Ende. Ich glaube auch entlang der Schiene besser und klarer zu erklären, warum gibt es energieintensive Industrie, die für den Strom weniger bezahlt als ein Privatverbraucher. Dass die Leute verstehen, wenn man das alles über einen Kamm scheren würde, was für einen Einfluss würde das auf die, was für einen Einfluss würde das letztlich auf die Industrie und die Arbeitsplätze haben. Ich glaube, wir müssen den Leuten auch erklären, dass es überhaupt nichts nützt, dass das Aluminium oder Stahl dann aus dem Ausland importiert wird und hier geht die Party weiter. Ja? Ich glaube, Sie haben das sehr gut auf den Punkt getroffen. Diese Kommunikation hat nicht stattgefunden. Jetzt kann man zurückblicken und da traurig drüber sein oder so. Aber ich glaube, wir müssen dann nach vorne gucken und müssen sicherstellen, dass das zukünftig deutlich aktiver kommuniziert wird und die Bevölkerung da mitgenommen wird. Denn an den Stellen, wo die Bevölkerung das auch in Form von, ich sag mal, irgendwelchen empfundenen Nachteilen akzeptieren soll und mittragen soll, wird das ansonsten extrem schwierig. Ich möchte noch einen Kommentar dazu gerne sagen. Kommunikation ist nicht einseitig. Also man muss den Leuten erklären, ja, aber Kommunikation hat immer zwei Richtungen. Und was man noch viel mehr muss aus meiner Sicht, ist den aktiven Individuen auch zuhören. Ja. Also es gibt sehr viele Bürgerinitiativen, die auch schlaue Sachen sagen. Es ist nicht immer alles taktisch komplett systemisch korrekt sozusagen, aber sie treffen häufig einen Kern, der auch wissenschaftlich diskutiert wird mit anderen Worten. Ja. Und wir machen zum Beispiel als German Watch Arbeit, dass wir mit Bürgerinitiativen vor Ort seit Jahren jetzt im Gespräch sind und uns austauschen. Und so kann man auch auf Dauer erst Vertrauen aufbauen. Und meine Erfahrung ist immer wieder, dass man mit der Attitüde aus Wissenschaft und Industrie und Politik kommt, so, ja, wenn wir es den Menschen nur genug erklären, dann verstehen sie es auch. Ja. Das ist meistens gar nicht unbedingt das Problem in Zeiten heute von Bildungsmedien, YouTube und so weiter. Sind auch häufig verrentnete Elektroingenieure, denen muss man nichts erklären. Ja. Die haben selber ganz viele Ideen. Da so ein bisschen mehr Gleichgewicht zu bekommen, das ist das Bewusstsein, was ich gerne schärfen würde. Also auch zuhören. Kommunikation hat zwei Wege. Ja. Okay, Felix Mattes hat sich gemeldet. Ja, bei aller Sympathie für Kommunikation, es geht natürlich am Ende des Tages auch um Eingriffe und Interessen. Und deswegen will ich nochmal aus meiner Sicht sozusagen drei Ebenen benennen, die wir uns vornehmen müssen, auch aus der Wissenschaft. Also das erste ist, und da haben wir es jetzt zugegebenermaßen ein bisschen einfacher, wir brauchen ein klares Leitbild. Und nun bin ich ja nun auch schon ein etwas älterer Herr und ich komme nochmal auf die Klimaschutzdiskussion zurück. Im Kern war die Debatte um die 80-prozentige CO2-Emissionsminderung bis 2050 in den vergangenen 20 Jahren immer eine Debatte, wer hat das Recht auf die verbleibenden 20%. Das war der Kern ganz vieler Debatten. Wir haben jetzt ein Leitbild, das heißt null CO2.
sozusagen. Und das ist etwas, was man vermitteln kann, was einiges einfacher macht. Ich glaube, die Partizipation ist ein wichtiger Punkt. Also Frau Schmidt und ich, wir müssen uns ja gelegentlich mal auf Anhörungen sozusagen zu Hochspannungsleitungen verprügeln lassen. Ich glaube, dass wir da kommunizieren müssen, dass wir zuhören müssen, aber auch in Richtung der Wissenschaft, dass wir verantwortlich mit unseren Gedankenexperimenten umgehen müssen. Wissenschaft ist immer frei, die kann auch immer Gedankenexperimente machen. Man muss nur bei der Kommunikation von Ergebnissen, dass es zum Beispiel völlig unproblematisch ist, den gesamten Strombedarf und den gesamten Wasserstoffbedarf in Deutschland über Photovoltaik auf Dächern abzudecken. Das angesprochene Institut weiß dann, worum es geht. Das kann man als Gedankenexperiment mal machen. Man sollte aber vorsichtig sein in der Kommunikation von solchen Sachen. Das Gleiche gilt auch, ob wir als Wissenschaftler verantwortlich damit umgehen müssen, dass wir eben ein Energie- oder Wasserstoffimportland sein werden, dass wir kein autarkes Land werden. Und wir haben aus meiner Sicht doch aus einer ganzen Reihe Ecke der Wissenschaft, die diesen Eindruck erzeugt hat, wir könnten das ja alles als ein schönes autarkes Land machen und wir werden internationale Wasserstoffströme nicht sehen. Die dritte Ebene neben der Partizipation und dieser Form der Detailkommunikation ist aber auch die Kompensation. Ich meine, wenn man wirklich sich mal klar macht, wo wir hin müssen, wenn wir dieses wasserstoffbasierte Segment haben wollen, dann bin ich ein Anhänger von Faustformeln und die Erfolgsfaustformel heißt 40 Euro die Megawattstunde an der Elektrolyseanlage, 75% Kostensenkung für die Investition der Elektrolyse, 4000 Stunden Auslastung der Elektrolyse und 150 Euro pro Tonne CO2 für die konkurrierenden Energieträger. Die ersten drei Geschichten, die können wir sozusagen im unentdeckten Bereich machen, da ist Innovationspolitik, kann eine große Rolle spielen. Der vierte Faktor, nämlich dass wir im Grunde genommen Erdgas mit 150 Euro pro Tonne CO2 beaufschlagen müssen, um unter diesen drei Voraussetzungen Kostenparität hinzukriegen, wird Leute betreffen. Und 150 Euro pro Tonne CO2 ist eine große Zahl. Die betrifft auf der einen Seite Herrn Schäfer. Das heißt, wir müssen uns damit übermachen, wie können wir Industrie schützen? Und zweitens sind 150 Euro pro Tonne CO2 für den Endverbraucher auch eine Ansage. Das heißt, wir müssen darüber Klarheit schaffen und dann aber eben auch überzeugende Lösungen produzieren, wie wir zum Beispiel die Kompensation für die 150 Euro pro Tonne CO2 an die Leute und an die Industrie zurückgeben. Und das gehört eben zu diesem, ich sage jetzt mal, Überbaupaket, ohne dass wir nicht erfolgreich sein werden. Ja, die Diskussion entwickelt sich sehr schön mit dem Luxusproblem, dass die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist. Ich würde gerne Herrn Hanselker noch eine Möglichkeit geben, direkt was zu sagen. Er hatte sich gemeldet und dann die Runde öffnen, auch für die Journalisten und auch für die anderen, die jetzt noch hier sind, wie Herr Leitner, der sich auch meldet. Ja, ich möchte gar nicht viel sagen. Ich möchte den Gedanken von Frau Schmid nochmal aufgreifen, für den ich sehr dankbar bin. Das Thema sozusagen Kommunikation in die Gesellschaft und Kommunikation mit der Gesellschaft ist sozusagen Gegenstromprinzip. Gibt es an vielen Orten, gibt es über die entsprechenden Bürgerinitiativen. Wir selber betreiben ja beispielsweise das TAP, das Technikfolgenbüro für den Bundestag, wo es ganz enge Austausche gibt. Und meine eigene Beobachtung in den vielen Bürgerdialogen, die wir auch vor Ort machen, ist, dass sehr häufig mitdiskutiert werden muss, also was sind die einzelnen Meinungen, aber letztendlich auch, in welcher Gesellschaftsstruktur leben wir und wer trägt Verantwortung. Und das muss in diesen, sozusagen, das muss klar geregelt werden, wer trägt Verantwortung und wer muss Entscheidungen auch vertreten. Da sind wir häufig sehr weich. Und das ist die Erfahrung, was ich auch durchaus mit in die Diskussion geben möchte, dass man da ruhig hart sein kann in der Debatte, weil am Ende muss es ja jemand verantworten, sonst geht es nicht weiter. Sei es jetzt in der Verantwortung über Kapital, was in der Wirtschaft ist, sei es Verantwortung für politische Elemente, die eben die Politik übernehmen muss, oder eben auch Verantwortung für Ergebnisse, für die die Wissenschaft gerade stehen muss. Ja, danke schön. Also die sind alle herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Herr Leitner hatte sich als erster gemeldet. Ja, ich möchte nochmal auf das Thema der Kommunikation eingehen, im engen Zusammenhang mit der Fragestellung, wie kann man CO2-Neutralität auch gut vermitteln und muss das jetzt von Anfang an klar thematisieren. Und ich glaube, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass eine kohlenstofffreie Wirtschaft, ein kohlenstofffreies Leben, ein kohlenstofffreies Energiesystem 2050
möglich sein wird. Ein CO2-freies und ein CO2-neutrales, gerne, unbedingt, das ist unser Ziel. Aber wir werden, genauso wie wir eine direkte Elektrifizierung und genauso wie wir eine weitgehende Nutzung von Wasserstoff benötigen, auch einen Kohlenstoffkreislauf brauchen, um diese CO2-Neutralität herzustellen. Und Herr Schäfer hat es ja schon sehr schön besprochen. Und das ist das Ziel von Power2X. Es geht nicht darum, den Kohlenstoff aus den Braunkohlekraftwerken weiter irgendwie zu nutzen und einfach zweimal durchs System zu ziehen, sondern Power2X zielt dazu ab, den Kohlenstoff im Kreislauf zu führen. Und deshalb finde ich den Begriff, Herr Mattes, vom Holzweg eigentlich sehr schön, weil ich würde sagen, das ist es genau. Es ist, wie die Natur das macht. Die generiert ihr Material, ihr Holz aus CO2 und Wasser und erneuerbaren Energien und führt es anschließend wieder im Kreis. Also ein Holzweg finde ich als ein sehr schönes Bild. Das sollte das sein, was Power2X sich zum Ziel setzt. Insofern, das wollte ich nur noch mal ergänzen. Ja, danke. Viel Spaß bei der öffentlichen Kommunikation dieser Interpretation von Holzweg. Ja, gibt es Fragen, Kommentare von den Journalisten oder auch den anderen, die jetzt noch im Call sind? Also ein Thema zum Beispiel, was wir nur am Rande gestreift haben, ist die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Da wurde über die öffentlichen Mittel gesprochen, Frau Schmid hatte die angesprochen, aber die Frage, inwiefern das auch zum Beispiel für die Industrie finanzierbar ist, hatten wir noch gar nicht andiskutiert. Ja, vielleicht kann ich dazu das auch noch mal was sagen, und das geht ein bisschen in die Richtung dessen, was Herr Mattes gesagt hat. Wir haben von VCI die Dechema beauftragt, zusammen mit FutureChem eine Studie zu machen, wie man die chemische Industrie bis 2050 in Deutschland CO2-frei, also klimaneutral bekommt. Da sind verschiedene Pfade untersucht worden, will ich gar nicht drauf eingehen. Ich sag mal, was als ein Ergebnis da an der Stelle rausgekommen ist, ist, dass da diese Produkte im ganz großen Teil in einem globalen Wettbewerb stehen, dass die Transformation nur dann wirklich passieren kann, wenn die Stromkosten am Ende bei 40 Euro pro Megawattstunde all in den entsprechenden Standorten zur Verfügung steht. Ja, wenn die Stromkosten schon bei 50, 60 Euro liegen, lassen sich diese Produkte nicht mehr zu Kosten herstellen, mit denen man sie gegen identisches Produkt aus dem arabischen, chinesischen oder amerikanischen Raum vernünftig konkurrenzfähig verkaufen kann. Und ich glaube, wichtig ist auch irgendwie nochmal einen Schritt weiter zu denken und nicht nur an diese Produkte zu denken, sondern auch an die Frage, in welchen Endprodukten landet das dann? Ob der Wettbewerb dann auf der Produktebene der chemischen Produkte stattfindet oder auf der nächsten Ebene, seien das Laptops, Kühlschränke, Matratzen, Autos, was auch immer, ist dann ja zunächst mal egal. Eigentlich sogar noch schlimmer, wenn Verdrängung der deutschen Industrie auf einer höheren Produktebene stattfinden würde. Also ich glaube, man muss die Phasen unterscheiden. In der Phase, wo die Kosten für die Basistechnologien runtergekauft werden müssen, sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, dass das eine andere Quelle als der Staat macht. Wir haben das bei den erneuerbaren Energien anders gemacht. Da haben wir das den normalen Stromkunden aufgebürdet. Das wird jetzt bei diesen Dingen nicht funktionieren, weil die Kunden dieser Produkte überwiegend eben welche sind, die auch schnell mal verschwinden können, im Gegensatz zu den Haushaltsstromverbrauchern. Also für diese erste Frage sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, das nicht oder anders als durch staatliche Mittel zu finanzieren. Wie gesagt, das ist auch okay. Da geht es um überschaubare Beträge und die Benchmarks habe ich gesagt. Längerfristig werden wir aber nicht umhinkommen, wenn es dann um die Vermarktung dieser Produkte zu gehen, dass wir was an den Rahmenbedingungen ändern müssen. Da haben wir die Debatten, die ist umstritten, um diese Ausgleichsmaßnahmen an den Grenzen.
Das ist, hat eingeschlagen wie eine Bombe, dass die freihandelsorientierte Europäische Kommission auf einmal sowas, solche Instrumente über sozusagen untersucht. Das ist aber nicht der Königsweg, aber es ist einer der Wege. Und nur mal so als Anekdote, als die Frau von der Leyen diese Rede hielt, war ich zufällig in Chile, weil ich mir da sozusagen die Windkraft und die Wasserstoffproduktion in Patagonien mal vor Augen führen wollte. Und für die chilenische Kupferindustrie war das ein Kanonenschlag. Weil auf einmal für die die Debatte losging, was wir so modisch unter Greening the Value Chain betrachten, dass man jetzt Rohstoffe mit beliebigen CO2-Lasten nach Europa nicht mehr unbegrenzt schaffen wird. Also das ist eins der Optionen. Wir müssen gucken, ob wir gezielte Leitmärkte für grüne Technologien schaffen. Da hat es ja jetzt auch die Quote für grünen Stahl in die Wasserstoffstrategie geschafft. Aber allein dieses Beispiel zeigt mal, wie komplex das ist. Ist jetzt aus Schrott produzierter Elektrostrahl, ist der jetzt grüner Stahl oder ist der kein grüner Stahl? Ich würde immer sagen, das ist grüner Stahl und nicht nur der Stahl, der aus Eisenerz produziert wurde, was mit Wasserstoff reduziert wurde. Da kommt man relativ schnell in unübersichtliche Gelände, aber wir werden diese Leitmärkte schaffen müssen. Und wie gesagt, am Ende des Tages für so Übergangszeiten gibt es diese Carbon Contracts for Difference, wo man sagt, okay, man subventioniert nicht nur die Investition, das wird man auch tun müssen, sondern auch dieses Zwischenprodukt. Und deswegen bin ich immer so penetrant Wasserstoff, weil das ist die Plattform. Sozusagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Wasserstoff bereitzustellen. Man kann ganz viele Sachen aus Wasserstoff machen. Und die zentrale Plattform, an der das alles sich trifft, ist der Wasserstoff. Und sozusagen den Wasserstoff sozusagen über so eine implizite CO2-Bepreisung konkurrenzfähig zu machen, wäre sozusagen die dritte Linie. Das sind alles große Baustellen. Für die haben wir zum Glück aber noch so 10, 15 Jahre Zeit, weil die nächsten 10, 15 Jahre, die gelten, die sind dazu da und müssen dazu dienen, die Kosten runterzukaufen. Das ist im Übrigen auch ein Defizit der Wasserstoffstrategie. Wenn Sie das mal gucken, die Japaner haben sich ein sehr klares Kostenziel für Wasserstoff gestellt. Sozusagen, wenn Sie in die Wasserstoffstrategie von Deutschland gucken, gibt es da so ein Kostenziel nicht, sondern da sagt man, wir werden ganz viel Geld für Technologien ausgeben, aber sich da sehr klar zu sein, das Kostenziel für die Stromeinstandskosten Elektrolyse, das Ziel für die Auslastung der Elektrolyse, das Ziel für die Kostenreduktion der Investitionen und am Ende des Tages auch einen klaren Pfad der CO2-Bepreisung. Okay, gibt es weitere Fragen oder Wortmeldungen, Reaktionen darauf? Ich hätte noch eine Anmerkung. Die Frage war ja, wer soll das bezahlen? Ja. Am Ende ist es ja doch häufig der Steuerzahler generell, wenn man das so feststellen darf. Und jetzt nochmal mit Blick auf das Konjunkturpaket und was da jetzt diskutiert wird, wäre es mir wichtig, dass die Förderung, die jetzt gegeben wird, also die bezahlt wird sozusagen, auch wirklich mal an Kriterien gebunden wird. Also dass das Geld nicht gießkannenprinzipmäßig ausgeschüttet wird, sondern man auch berichten darüber muss, wie klimawirksam, das hatte ich ja vorher schon gesagt, wie sehr das auf diese Return on Investment sozusagen einzahlt, klimawirksame Beschäftigung. Das würde auch dem vorbeugen, was ich ein bisschen mit Sorge betrachte, dass jetzt wieder alle von Wasserstoff reden. Mir scheint häufig die Diskussion um Wasserstoff eigentlich als grandiose Ausrede, um jetzt nichts zu tun, weil was wir ja dann in der Zukunft machen können, jetzt reden wir mal drüber, wie wir das machen. Aber wir wissen so viele Sachen, die wir jetzt machen müssen. Und es ist nur auch schon der dritte Hype an Wasserstoff. Und bei den letzten beiden Hypes in den letzten Jahrzehnten ist aus sehr viel Investitionen am Ende auch wenig konkret, also ist was rausgekommen, aber nicht der große Wurf sozusagen. Dass man das einfach im Hinterkopf behält, dass man das Geld jetzt für was ausgibt, was auch jetzt wirksam ist und nicht irgendwann in der Zukunft. Ja. Gibt es von Seiten der Journalisten noch Fragen? Es gibt eine Frage im Chat, Stefan. Ah, die habe ich übersehen. Danke für den Hinweis. Von Herrn Undreier. Die Frage lautet von Gerald Ondrej. Möchte jemand die jüngsten Announcements von ThyssenKrupp und Air Products kommentieren? In Klammern Strategic Cooperation Agreement vom 6. Juli, 650 Tonnen pro Tag Wasserstoff
Anlage in Saudi-Arabien für die Ammoniakherstellung. Halten Sie dies für ein gutes Zeichen dafür, dass die amerikanische Industrie auch ohne die Unterstützung der derzeitigen Regierung mit grünem Wasserstoff vorankommt? Also Ammoniak ist ein sehr spezieller Fall. Und meine Hypothese wäre auch, dass beim Hochlauf wasserstoffbasierter Projekte Ammoniak zuerst sozusagen zum Tragen kommt, weil das, wenn man sehr günstige Strompreise hat und den Ammoniak mit existierenden Infrastrukturen transportiert und das Ammoniak dann hier nicht wieder zurückverwandelt in Wasserstoff, sondern direkt sozusagen für die Düngemittelproduktion ansetzt, dann ist das ein interessanter Fall. Und unsere Hypothese war immer, dass das erste Teil, der fliegen wird. Das ist aber ein sehr spezielles Feld. Ja, das ist, weil man da eine interessante Konversion hat und ein sehr hochwertiges Produkt mit Ammoniak erzeugen kann. Von daher war das erwartbar. Wenn Sie im Übrigen nicht nur über Saudi-Arabien reden, sondern wenn Sie wirklich mal im Detail mit Kollegen aus Marokko reden, dann reden die im Moment auch in der ersten Stufe nicht über Produktion von Wasserstoff oder flüssigen Energieträgern und dem Abtransport, sondern die reden alle über Ammoniak. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, der Import von Ammoniak, der solar erzeugt wird, hat Konsequenzen für die deutsche und europäische Düngemittelindustrie. Die haben sich gewaschen. Und das wird deswegen eine interessante, dieser erste Testfall für diese, ich sage jetzt mal, importintensiven Zweig der kommenden Wasserstoffwirtschaft. Herr Schäfer hatte sich gemeldet. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, aber das geht in die Richtung, was Herr Mattes gesagt hat. Im Prinzip ist der grüne Wasserstoff da eine Drop-in-Lösung. Das heißt, die ganze Technologie der eigentlichen Ammoniakproduktion kann, so wie sie auch in der Vergangenheit gebaut worden ist, weiter genutzt oder weiter gebaut und entwickelt werden. Also es braucht keine Forschung und Entwicklungsarbeit, um das entsprechend passend zu machen. Und ich glaube, das ist was als Beispiel, da sollte man genauer hingucken, weil wir wollen ja nicht die gesamte Industrie abreißen und neu bauen, ja? Sondern wir wollen so viel wie möglich der Assets, die wir haben, weiter nutzen. Das heißt, wir müssen gucken, wo kriegen wir grüne Ströme als Drop-in, Nutzung der vorhandenen Technologie, um dann zu den Produkten zu kommen, die wir brauchen. Okay, eine Minute vor 12. Nee, jetzt ist es 12. ja, wir könnten, ich denke, noch eine ganze Weile weiter diskutieren. Ich würde aber den Zeitrahmen gerne halten, denn das war nur die Auftaktveranstaltung für die Copernicus-Pressevormittage.